Von Holger Preis. Es war die Sammlung Beil-Lun, die vor gut einem Jahr die Autowelt in Aufruhr versetzte. Doch solche Traumschrottplätze gab es schon früher, wie der Fotoband Junkyard beweist. Er erzählt nicht nur die Geschichte längst vergangener Luxuswagen. Es ist schon 16 Jahre her, dass sich der Autor Roland Löwisch und der Fotograf Dieter Rebmann auf den Weg nach Kalifornien machten, um dort einen sagenumwobenen Schrottplatz zu besuchen. Tatsächlich ist der in Los Angeles vom deutschen Auswanderer Rudi Klein geschaffene Rumpelplatz ein wahres Eldorado für jeden Oldtimer-Fan und Autoliebhaber. In einem der düsteren Stadtteile von Los Angeles, in Florence, hatte der ausgebildete Metzger aus Hamburg gemeinsam mit einem Freund im Jahr 1971 seine Firma Porsche Voreigestern Auto Car Dismantling gegründet. Nun wird der aufmerksame Leser an dieser Stelle einen Schreibfehler vermuten und das fehlende S bei Porsche beklagen. Tatsächlich hat aber alles seine Ordnung. Der Sportwagenbauer aus Zuffenhausen sah es schon damals nicht gerne, wenn sein Name abseits seiner eigenen Freunde verwendet wurde. So ließ Klein einfach das S in Porsche weg, nannte sein Unternehmen Porsche und war so unangreifbar. Über die Jahre sammelte Klein auf einem Areal von 16.000 Quadratmetern Schrott. Schrott, der es in sich hatte. Auf sein Anwesen kamen nur verunfallte oder anders zu Tode gekommene Luxuswagen. In der Regel Traumautos aus den 1950er, 1960er und 1970er Jahren, Rolls-Royce, Mercedes SL Pagoden, Heckflossen-Benz, ein paar 190er und 300 SL Gerippe, alte BMW, Jensen Interceptor, Ferrari, Lamborghini und Porsche. Ausgebrannt, verbeult, verbogen, zersägt, unvollständig oder zum Teil ausgeschlachtet waren die Wracks vor 16 Jahren, als Löwisch und Rebmann das Areal zum ersten und letzten Mal betraten. Doch waren es seinerzeit nur stumme Zeitzeugen einer längst vergangenen Auto-Ära, sind es heute wahre Schätze in verbogenem Blech. Rudi Klein kaufte seinen ersten verunfallten Mercedes 300 SL 1968. Schnell erwarb er weitere Unfallautos für Apple und NI. Penibel achtete er darauf, dass wirklich nur Edelschrott auf seinem Anwesen landete. So ging der 280er Mercedes von Burt Lancaster ebenso in seinen Besitz über wie das Rolls-Royce Cabrio von Tony Curtis oder der Ferrari 250 LM von Sonny und Cher. Auch Vorkriegsautos aus deutscher Produktion, die US-amerikanische Militärs aus Europa mitgebracht hatten, fanden den Weg auf das Gelände von Klein. In der Ölkrise 1974 sicherte er sich mit Weitsicht großvolumige und vor allem teure Autos jeden Zustandes. Allein 20 der legendären Mercedes 300 SL sammelte er in den USA ein und schickte sie mit satten Gewinnen nach Deutschland zurück. In den 80er Jahren stürmten Autorestaurierer aus aller Welt seinen Hof und zahlten ihre Preise für den Edelschrott. Doch anstatt noch mehr Geld aus den verbeulten Wracks zu schlagen, stellt Klein es sich frei, die Fahrzeuge auch auf Anfrage nicht zu verkaufen, ruft horrende Summen auf oder behauptet, er würde den Wagen selber restaurieren. Löwisch beschreibt diesen Kleinschen Eigensinn so plastisch, dass dem Leser mit Blick auf die Fotos von Rebmann der Mund offen stehen bleibt. Im Besitz von Klein befand sich auch ein BMW 502, der 1956 nur in zwei Exemplaren als Marburg oder Nürnberg von Autenrecht Tiet in Darmstadt karossiert wurde.